Hallo und herzlich willkommen hier bei Pfefferminzia, bei unserem Interviewformat Lass mal reden. Und zu diesem folgenden Gespräch begrüße ich Dr. Florian Salmann. Er ist Vorstand bei der Dialog und Head of Broker. Herzlich willkommen, Herr Salmann. Herzlich willkommen, freue mich hier zu sein. Herr Salmann, hurra, hurra, die DKM ist wieder da. Was war Ihr schönstes Erlebnis heute bislang? Also ganz klar heute Morgen der Einstieg beim Stand, das gesamte Team zu sehen, alle Leute, die freudigen Gesichter. Und das hat mich total berührt und unheimlich glücklich gemacht. Und dann hatten wir ja auch eine echte Pressekonferenz mit echten Menschen. Da haben Sie sehr großen Wert darauf gelegt, dass die Dialog mit den Maklern in selbigen ist, also im Dialog ist. Was tun Sie für die Makler? Wie wollen Sie das verwirklichen? Also die Dialog ist ja der Maklerversicherer der Deutschen Generali-Gruppe. Wir legen ganz großen Wert darauf, dass wir in unseren Schwerpunktbereichen im Composite-Bereich, in der Biometrie, in der privaten Altersvorsorge und auch in der betrieblichen Altersvorsorge ganz, ganz eng im Austausch sind mit den unabhängigen Vermittlern. Deshalb ist es extrem wichtig, dass wir heute auch hier auf der DKM zusammen sind. Und Sie haben es gerade eben schon gesagt, Kompetenz auf Augenhöhe ist unser Motto. Und das ist ganz wichtig, denn nur so können wir die Bedürfnisse der Endkunden durch so einen gemeinsamen Dialog eben auch hinbekommen. Da hat sich ja auch gerade in der Kommunikationstechnik einiges getan in den letzten Jahren. Stichwort Pandemie. Ja. Wie hat sich da der Dialog mit den Maklern verändert? Also aus meiner Sicht hat sich vom Grundlegenden her, dass wir gemeinsam sehr eng im Kontakt sind und uns ständig austauschen, nichts geändert. Wir sind weiterhin in der Fläche für unsere Vermittler da, legen wir auch als Dialog einen ganz, ganz großen Wert. Aber es hat sich natürlich auch sehr stark was getan in Richtung Digitalisierung. Klassisch die E-Mails, die ausgetauscht werden, Bipro-Anbindungen, digitale Postkörbe, moderne Prozesse, da tut sich eine ganze Menge. Und wir sind einer der Vorreiter in dem Bereich, sind in allen drei großen Bereichen bei uns da mit dabei. Alles, was dem Makler die Arbeit leichter macht, was wir für ihn besser machen, damit er besser beraten kann, werden wir umsetzen und dafür stehen wir. Ich glaube, durch die Pandemie hat sich aber auch dahingehend was geändert, dass wir nicht überall immer sofort rausgehen zum Kunden, dass wir nicht immer da sein müssen, sondern wir versuchen natürlich, die Abläufe zu optimieren und eben in den entscheidenden Momenten, in den entscheidenden Gesprächen dann eben gemeinsam mit unserem Partner, mit dem Makler eben dann vor Ort zu sein. Jetzt Digitalisierung, heißes Stichwort, alles redet über die Digitalisierung. Ist denn da wirklich noch so irre viel zu tun? Also Sie werden überrascht sein. Also aus meiner Sicht ist schon eine Menge getan worden mit Bipro und unser Job ist es eben auch Bipro zu nutzen. Das ist natürlich ein tolles Ding, aber da muss auch eben auch von allen Seiten eben dran gearbeitet werden, dass wir eben die Prozesse in die Kiste reinbekommen. Wir haben beispielsweise aktuell einen neuen Antragsrechner in der Biometrie gebaut mit einer tollen Landschaft, mit einer tollen Strecke, die es ermöglicht, innerhalb unserer Maxime 30 Sekunden bis zum fertigen Antrag eben auch wirklich schnell durchzukommen. Und es gibt natürlich ein schönes Erlebnis dann auch beim Vermittler und dann letztendlich auch beim Endkunden. Also da ist noch eine Menge Luft drin, da wird sich auch noch viel tun. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir auch im Bereich der Schadensabwicklung noch weiter digital werden können, dass wir eben auch hier die Arbeit erleichtern, dass wir in der Leistung eben Dinge machen können. Und ich glaube, da wird noch viel passieren in den nächsten Jahren. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass es eben einhergeht mit guter Betreuung und mit guter Beratung. Und die wird immer physisch und in Persona sein. Wird es mal geben, ne? Wie sieht denn so eine richtig starke digitale Schadensbearbeitung am Ende aus? Nur ganz kurz. Ja, also ich würde sagen, eine coole Schadensbearbeitung, nehmen wir es mal beispielsweise im Kfz, dass eben der Kunde seinen Schaden elektronisch über eine App aufnimmt, den Schaden hochlädt und dann in kurzer Zeit, also wirklich in schneller Zeit eben auch sein Schaden reguliert ist. Zum Beispiel, dass auch in der Werkstatt voll integriert eben der Schaden gut erfasst wird, dort auch der Reparateur eben ganz schnell auch entscheiden kann, wird geleistet oder nicht. Das ist so ein Beispiel. Das ist aber natürlich auch die Interaktion im Lebensbereich, wo ich eben in der Kommunikation mit dem Leistungsempfänger bin, mit seinen Angehörigen, wo ich sehr eng über die digitale Plattform eben bin, obwohl ich vielleicht physisch getrennt bin. Und ich glaube, das sind Riesenpotenziale für uns als Branche. Ja. Dann freuen wir uns mal auf die Zukunft. Vielen Dank, Herr Salmann.